Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück bei Fellner live und wir bleiben beim Thema Wien-Wahl. Bei mir zu Gast ist jetzt der ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Marer. Schönen guten Abend. Und der nicht amtsführende FPÖ-Stadtrat Maximilian Kraus. Hallo. Danke. Starten wir gleich mit dem aktuellsten Thema, würde ich sagen, und zwar der Flüchtlingssituation in Moria. Da gibt es ja die Diskussion, soll Österreich Flüchtlinge aufnehmen oder nicht. Beide Herren, die hier sind, vertreten ja nämlich an die Meinung ihrer Parteien, dass wir das nicht tun sollen. Herr Marer, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Gibt es da eigentlich derzeit überhaupt irgendeinen Unterschied zur FPÖ, was die Flüchtlingspolitik betrifft? Also ich denke, die heutige Diskussion wird es ja zeigen, ob es Unterschiede gibt und welche. Ich darf einmal unsere Position festmachen und sagen, dass ich überzeugt davon bin, dass das Hereinholen von Menschen von der Insel Lesbos der falsche Weg ist. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen darf man nicht vergessen, in Griechenland auf der Insel Lesbos sind 13.000 Menschen aufgrund eines Brandes, der durchaus, das zeigen die derzeitigen Ermittlungen, von Migranten geleckt worden ist, ohne Unterkunft. Wenn jetzt diese Menschen nach Europa kommen würden, dann würde das einerseits für die Menschen bedeuten, dass sie ohne ein Asylverfahren einfach unkontrolliert nach Europa kommen. Das ist ein Nachteil. Und das zweite Problem ist, sobald die Insel Lesbos frei ist, haben wir den Schleppern ihr Geschäft erst richtig erträglich gemacht, denn dann kommen die Schlepper mit den nächsten Menschen, bringen sie über die Ägäis. Wir haben in der Ägäis das Problem, dass die Menschen teilweise untergehen, teilweise sterben auf diesem Transport. Und das ist eine Unmenschlichkeit gegenüber den Menschen, die dort in Lesbos sind oder auf Lesbos warten. Und zum Zweiten ist die Willkommenspolitik, die wir sehen hier in Wien, was Flüchtlinge betrifft, Asylwerber betrifft, ebenfalls der falsche Weg. Wir sehen, dass je mehr wir Menschen nach Wien, nach Österreich bringen, haben wir auch das Problem der folgenden Integration. Es passt ganz einfach die Mischung nicht mehr. Daher glaube ich, dass es richtig ist, menschlich ist und ich sage auch christlich-sozial ist, wenn man die Hilfe vor Ort sicherstellt. Das heißt, wir haben umfassende Maßnahmen gesetzt, um auf der Insel Lesbos zu helfen. Unser Innenminister ist heute in Griechenland. Er übergibt dort 400 Einheiten für 2000 Personen. Wir stellen sicher, dass 2000 Personen dort untergebracht werden können. Und das ist Hilfe vor Ort und das ist richtig und gut so. Und letzter Satz, Österreich hat sehr, sehr viel zur Integration und zum Aufnehmen von Flüchtlingen auch getan in den letzten Jahren. Ich darf daran erinnern, dass wir seit 2015 200.000 Asylanträge behandelt haben, dass von diesen 200.000 Asylanträgen 119.000 damit geendet haben, dass Menschen Schutz gewährt worden ist. Davon 80.000 Frauen und Kinder. Und wenn wir uns anschauen, was Europa jetzt fordert, einige Staaten von Europa und was Österreich heuer getan hat, glaube ich, bringe ich das auf den Punkt. Heuer hat Österreich bereits in 3.700 Fällen Minderjährigen Schutz gewährt. Das ist pro Woche, wir sind jetzt im September, sind das 100 Minderjährige, denen wir bereits in Österreich Schutz gewährt haben, im Rahmen eines entsprechenden rechtsstaatlichen Verfahrens. Herr Kraus, wenn Sie das hören, dann müssen Sie ein bisschen Angst haben, dass die ÖVP Ihnen da jetzt das Wasser abgräbt, weil da passt ja kein Blatt Papier mehr eigentlich, muss man sagen, zwischen ÖVP und FPÖ bei diesem Thema. Also ich glaube, da kann man mit dem bekannten Zitat antworten, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Weil wenn Sie 2015 angesprochen haben und dass seit damals 200.000 Asylanträge in Österreich und viele davon in Wien behandelt wurden, wie ist es dazu gekommen? 2015 hat es eine ÖVP-Innenministerin Mick Leitner gegeben, die ja jetzt auch noch Landeshauptfrau von Niederösterreich ist, also eine sehr prominente Funktion, die am Bahnhof in Wien am Westbahnhof gestanden ist, Selfies gemacht hat mit den jungen Männern, die dort angekommen sind und massiv dazu beigetragen hat, dass die Leute so zahlreich hierher gekommen sind. Damals hat es einen Integrationsminister Sebastian Kurz gegeben und ich stimme Ihnen zu, in Wien ist bei Rot-Grün im Integrationsbereich sehr vieles im Argen, aber es war die ÖVP mit Sebastian Kurz, die jahrelang auf Bundesebene das Integrationsministerium innehatte
und nicht genügend weitergebracht hat, keinen Druck aufgebaut hat, sondern im Gegenteil, als es damals noch medial populärer, er sogar gesagt hat, Zuwanderer sind im Durchschnitt intelligenter als Österreicher und wir brauchen mehr Willkommenskultur. Das heißt, hier schwenkt die ÖVP jetzt auf unsere Linie um. Wenn man allerdings eine glaubwürdige Politik in diesem Bereich haben möchte, dann kann man das nur mit dem Original, mit der FPÖ sicherstellen. Weil eines ist auch völlig klar, wenn Sie sagen, dieses Jahr wurden 3.700 Anträge von angeblich Minderjährigen behandelt, sehr irrsinnig oft zu da kommen junge Menschen und sagen, sie sind minderjährig, sind 1,90 groß, haben so einen Bart und wenn man kein Handwurzelröntgen machen darf, weil das angeblich nicht menschenrechtskonform ist, kann man nicht feststellen, dass die in Wahrheit 20 plus sind. Und in der Folge sehen wir dann Fahndungsfotos in der Zeitung, oftmals von angeblich 16-Jährigen, wo man sich denkt, so schaue nicht einmal ich mit 30 aus. Also ich glaube, hier muss man schon ehrlich sein und hier muss man konsequent sein. Und wenn die ÖVP in diesem Jahr, in einem Corona-Jahr, wo die Österreicher mit vielen, vielen Einschränkungen zu kämpfen hatten, über 7.000 Menschen über den Weg des Asyls nach Österreich geholt haben, dann sage ich, das sind 7.000 zu viel. Und wir dürfen nicht zulassen, dass Erpressung und dass Brandstiftung auch noch in irgendeiner Art ein Einfallstor nach Österreich bringt. Das ist ja der Vorwurf von der FPÖ, die sagt, das ist ein Wahlkampfschmäh, den sie da jetzt machen. Sie wollen da von diesen über 30% FPÖ-Wählern, die bei der letzten Wien-Wahl Strache gewählt haben, da jetzt sozusagen einen Teil des Kuchens abgraben und deswegen vertritt die ÖVP jetzt diese harte Linie. Da sind Sie genau beim Unterschied zwischen ÖVP und FPÖ. Ja, wir sind eine Partei, die sich dem Rechtsstaat verbunden fühlt. Wir sind eine Partei, die sich auch dem europäischen Recht verbunden fühlt. Und wir wollen in Europa auch politische Veränderungen herbeiführen in der Denkweise. Denn Sie haben völlig recht. Ich will die Bilder von 2015 auch nicht mehr sehen. Haben Sie das auch der Frau Mikl-Leitner gesagt? Da war nicht die österreichische Politik dafür verantwortlich, denn als die Menschen an den Grenzen gestanden sind, hatte die österreichische Politik keine andere Chance. Die Ungarn haben es vorgemacht. Die entscheidende Frage ist, wie hat sich Europa vorbereitet? Wie hat Europa damals Asylpolitik begonnen? Und jetzt bei Lesbos sehen wir es sehr, sehr deutlich, wenn wir hier die Türe aufmachen und die Menschen nach Europa holen, lösen wir das Problem nicht. Wir haben aus 2015 ganz, ganz deutlich gelernt, aber wir setzen unsere Maßnahmen um im Sinne der Rechtsstaatlichkeit. Manches an Forderungen verstehe ich, das klingt ja ganz flapsig, ja? Aber man muss das auch rechtsstaatlich und im europäischen Recht umsetzen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, die FPÖ redet Ihrer Meinung nach viel, aber tut nichts. Vor allem ist meine Meinung, ich mache nie jemanden schlecht, weder einen Menschen noch eine Partei. Wir haben halt den Ansatz, dass wir das Problem auf den Tisch legen, dass wir auch den Menschen das Problem erklären, dass wir aber auf der anderen Seite auch konstruktive Lösungen suchen, finden und dann konsequent umsetzen. Und wenn Sie sich anschauen, was Sebastian Kurz seit seinen Initiativen 2016 in Europa verändert hat, an der Denke von Europa zum Thema gemeinsames Asylrecht, dann ist das Bohren ganz dicker Bretter, aber wir sind auf dem Weg zu einem Erfolg. Ganz kurze Replik. Zuerst gesagt, es war 2015 nicht anders möglich, als die Menschen hereinzulassen. Das sehe ich grundlegend anders. Wir haben unseren ungarischen Nachbarn, der das sehr wohl anders gelöst hat, der mit Zäunen sichergestellt hat, dass nicht Hunderttausende durchs Land und ins Land gekommen sind. Das Ergebnis ist, dass kein anderes europäisches Land proportional auf die Bevölkerung jetzt so viele Leute seit 2015 aufgenommen hat wie Österreich. Das heißt, diese ganze Diskussion ist für mich in gewisser Weise absurd. Und wenn Sie sagen, man muss auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit stehen, selbstverständlich, daran zweifelt ja niemand, aber was ist gerade europäisches Recht, das Sie so hochhalten? Europäisches Recht wäre, dass Dublin III noch immer gültig ist und dass Menschen in dem Land in Europa, in dem sie zuerst ankommen, einen Asylantrag stellen müssen. Daraus resultierend könnte es in Österreich praktisch keinen einzigen Asylantrag geben, weil die allerwenigsten Flüchtlinge mit dem Flugzeug kommen. Die kommen an Grenzländer, die Verantwortungen haben, die die Menschen rückführen müssen oder bearbeiten müssen. Aber es kann nicht sein, dass wir von europäischem Recht sprechen und das gleichzeitig brechen. Das erste Land müsste hier die Anträge behandeln und es darf kein Durchwinken mehr geben. Und wenn wir jetzt sagen, wir liefern Hilfsmittel nach Moria, wir bringen jetzt, glaube ich, 25 Millionen Euro in Stellung an österreichischen Steuergeldern, die wir nach Moria schicken. Ja, was passiert denn damit? Damit werden wieder Brandstiftungen finanziert werden, weil die Menschen dort sehen, die diese Brände legen. Das hat Erfolg, man brennt es nieder, es wird wieder aufgebaut. Man kann helfen für Rückführungen in die Türkei, für Rückführungen in die Herkunftsländer. Es hat seit Mai keine einzige Abschiebung nach Afghanistan gegeben. Entschuldigung, wir haben Situationen in Wien mit großer Kriminalität, mit kleiner Kriminalität und hier müsste das Innenministerium tätig werden und diese Kriminellen wieder in die Herkunftsländer zurückführen, anstatt neues österreichisches Steuergeld, wo wir jetzt wirklich jeden Cent in Wien und in
Österreich brauchen können, wieder hinauszuwerfen? Sehen Sie, ein weiterer Unterschied, wenn wir das herausarbeiten zwischen ÖVP und FPÖ, ist, dass wir uns einfach dazu bekennen, differenziert zu denken und auch zu argumentieren. Und wenn es darum geht, zu sagen, wir vertreten die Linie, dass das Herbringen von Asylwerbern nach Europa, jetzt von Moria, von Lesbos, nicht der richtige Weg ist, dann stehen wir dazu und das erklären wir auch der Bevölkerung. Mit den Argumenten und Fakten, was wir alles schon getan haben. Auf der anderen Seite bekennen wir uns dazu, dass Menschen, die auf der Flucht sind, menschenwürdig untergebracht werden. Und um eine menschenwürdige Unterkunft sicherzustellen, hat auch Österreich und hat auch Europa einen Beitrag zu leisten in Griechenland und dort zu unterstützen. Wir haben im Frühjahr bereits 1 Million Euro freigemacht. Wir haben 180 Wohn- und Sanitärcontainer runtergeschickt. Wir versorgen jetzt 2000 Menschen mit Unterkünften. Ganz aktuell, heute Morgen, wird das bereits aufgebaut. Wir schicken 55 Tonnen Hilfsgüter hin, weil wir uns dazu bekennen, das sind Menschen, die Bilder machen uns betroffen, die wir dort sehen, und diesen Menschen muss man helfen. Aber die Hilfe wollen wir nicht hier in Europa geben, sondern dort, wo sich die Menschen aufhalten und ihr Asylverfahren abwarten. Herr Mara, Lesbos befindet sich in Europa. Das ist ja eine griechische Insel. Ja, ja. Das heißt, Sie helfen sehr wohl in Europa, auch wenn Sie sagen, dass Sie es nicht wollen. Und Sie führen leider eine gewisse Scheindebatte. Weil wenn Sie sagen, Sie wollen keine Zuwanderung, wir können die 100 Kinder jetzt nicht nehmen, dann bin ich da inhaltlich bei Ihnen. Aber was haben Sie 2 Minuten vorher gesagt? Sie haben dieses Jahr bereits 3.700 Kinder in Österreich aufgenommen und auch 3.300 andere Asylberechtigte oder Asylanträge in Österreich aufgenommen. Das heißt, Sie haben 70 Mal so viele nur im Zeitraum Jänner bis Juli nach Österreich gelassen. Und jetzt, kurz vor der Wahl, führen Sie diese mediale Debatte. Und wir können das gerne auf der großen Ebene führen. Wir können über die Wiener Kommunalpolitik reden, wo ich Ihnen auch viele Beispiele geben kann, dafür, dass die ÖVP leider die FPÖ-Linie medial gern kopiert und annimmt und real dann aber lieber mit den Grünen koaliert ganz und links abbiegt. Ganz kurze Replik, weil dann müssen wir zum nächsten Thema. Der Unterschied ist nur der, diese Schutzgewährungen sind Abschluss eines rechtsstaatlichen Asylverfahrens und dazu stehen wir auch. Das heißt, wir leisten etwas für die Menschen, wir leisten auch etwas im Bereich der Migration, aber wir wollen nicht unkontrollierte Migration zulassen. Genau das tun Sie aber. Genau, das tun wir nicht, weil wir doch ein Verfahren leider schon. So, kommen wir zum nächsten Thema. Hat indirekt auch damit zu tun, Integration. Da wirft die FPÖ der ÖVP immer wieder vor, dieses Integrationsproblem, das wir in Wien haben, mitverursacht zu haben. Jetzt selbstverständlich. Sozusagen neutral gefragt, was kann die ÖVP dafür? Es gibt eine rot-grüne Stadtregierung hier in Wien. Die ÖVP regiert nicht in Wien. Ja, was hat die mit Wiener Integrationsproblem zu tun? Also die SPÖ in Wien sagt ja immer, Integrationspolitik, Zuwanderungspolitik ist eigentlich Bundesfrage. Die Wahrheit trifft sich natürlich in der Mitte. Und wir haben auf ÖVP-Ebene, auf Bundesebene seit vielen Jahren Integrationsminister gehabt, lange Zeit ja auch der Herr Kurz höchstpersönlich, der auf Wien offensichtlich keinen nötigen Druck ausgeübt hat, der nicht die nötigen Mittel eingesetzt hat, der nicht die nötige Strenge angesetzt hat, sondern der eben in den letzten Jahren, weil es populär geworden ist, einen Kurzwechsel zur FPÖ gemacht hat. Wir Freiheitlichen sagen als einzige Partei seit vielen Jahren in Wien, Deutsch muss Voraussetzung für eine Gemeindebauwohnung sein. Und dort, wo wir es umsetzen können, in Oberösterreich. Die ÖVP mittlerweile aber auch. Ganz genau, nur hätte sie auf Bundesebene im Parlament auch mit uns die Möglichkeit, Wien dazu gesetzlich zu zwingen. Nur dort gibt es keine Mehrheiten dafür, dort stimmt man nicht zu. Und dort, wo wir es umsetzen können als FPÖ, beispielsweise in Oberösterreich, wo es einen freiheitlichen Wohnbaureferenten gibt, dort ist ja genau das auch umgesetzt worden. Die ÖVP könnte das in den Bundesländern, wo sie regiert, auch jederzeit machen. Und da sieht man gut, dass man hier einiges medial verspricht, in der Realität dann aber nicht umsetzt. Und wenn wir heute die Gelegenheit haben zu diskutieren, ich gebe Ihnen ein Beispiel auf der kleinen bezirkspolitischen Ebene. Ich lese oftmals Ihre Aussendungen, manchmal auch Zeitungsartikel, wo Sie ein Alkoholverbot rund um die U6-Station Josef-Städter-Straße fordern. Wo Sie sagen, in der U6 gibt es viele Probleme, wir brauchen dort rund um die U6-Station Josef-Städter-Straße ein Alkoholverbot, weil dort Junkies, Obdachlose etc., Belästigungen, viele Anzeigen der Fall sind. Stimme ich Ihnen zu 100% zu, denn mit dieser Forderung haben Sie völlig recht, ist auch eine alte FPÖ-Forderung. Was mache ich
Als Bezirkspartei hat man der FPÖ Josefstadt, zu der die betroffene U-Bahn-Station gehört. Wir bringen genau diese Anträge in der Bezirksvertretung ein. Und was macht dort die ÖVP-Bezirksvorsteherin Veronika Mickel? Die sagt, das ist Populismus, das braucht man nicht, wir müssen mit Sozialarbeitern arbeiten. Und das ist genau der Widerspruch. Wenn man ÖVP wählt, dann weiß man nicht, bekommt man sie, bekommt man die Frau Mickel, macht man einmal vielleicht mit den Grünen eine Koalition oder kopiert man dann wieder ein FPÖ-Thema. Und wenn man das Original, die Freiheitlichen, wählt, dann weiß man, man bekommt eine harte Integrationslinie, eine harte Zuwanderungslinie. Und da sind wir der verlässliche Partner der Wienerinnen und Wiener seit sehr vielen Jahren. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass es nicht Populismus ist, dass es auch nicht eine vorgeschobene harte Linie ist, sondern dass es Fakten sind, dass Sebastian Kurz in seiner Zeit als Integrationsminister ganz wesentliche Eckpfeiler gesetzt hat in der Frage, wie man mit Integration umgeht. Und Sie wissen es ganz genau, dass die Länder ihre Verantwortung bei der Umsetzung hier haben. Da sind wir, glaube ich, einig, auch wenn wir ein wenig darüber diskutieren können und wollen. Aber die Praxis sieht ganz klar, was hat diese Bundesregierung unter Sebastian Kurz in den letzten Jahren gemacht. Die Deutschförderklassen. Das war ja unsere Forderung, die Sie mit uns mitgetragen haben. Ja, das ist ja eine gute Sache. Aber wir da haben Sie uns ja nur unterstützt. Wir haben es ja gemeinsam in der Regierung auch entwickelt. Aber Bundeskanzler Sebastian Kurz hat diese Maßnahmen ganz, ganz klipp und klar kommuniziert und konsequent umgesetzt. Ich erinnere Sie an das Thema islamische Kindergärten, an die Forderung nach den Kontrollen in den islamischen Kindergärten. Ich erinnere Sie an das gemeinsam beschlossene Kopftuchverbot im Kindergarten und in den Volksschulen. Also all das, was auf Bundesregierungsebene von Sebastian Kurz damals gemeinsam mit Ihnen, aber ich darf auch daran erinnern, jetzt in unserem aktuellen Regierungsprogramm umgesetzt wird zum Thema Integration, was der Bund an Rahmenbedingungen setzen kann, ist eine rechtsstaatliche, konsequente Integrationspolitik, die sagt, wir wollen Menschen fördern, die sich integrieren, aber wir fordern auch, dass sie sich integrieren müssen. Danke, dass Sie das Thema Schule und Bildung ansprechen, weil Sie haben recht, wir haben das in der Zeit der gemeinsamen Bundesregierung gemeinsam beschlossen, dass es endlich die Deutschklassen gibt. Das war auf ein massives Bestreben der FPÖ. Ich bin froh, dass wir das gemeinsam umsetzen konnten. Jetzt würden wir aber gerade im Integrationsbereich, wenn Sie das Kopftuchverbot ansprechen, gern weitergehen und sagen, warum weiten wir auf Bundesebene, und das wäre möglich im Parlament, auch Wien vorzuschreiben, warum weiten wir das Kopftuchverbot nicht auch auf die Pflichtschulen und auf die Gymnasien aus, wo wir in Wien die Klassen haben? Kommen Sie in Wiener Schulen, vielleicht sind Sie manchmal dort, Sie werden in vielen Bezirken, nicht in Problembezirken, in vielen Bezirken die Situation haben, dass jedes zweite Mädchen in der Klasse ein Kopftuch trägt, dass oftmals Lehrerinnen ein Kopftuch tragen, dass es dort zu keiner Integration kommt und dass dort Parallelgesellschaften herrschen. Und da müssten Sie einmal einen Schritt auf Bundesebene machen und unseren Anträgen zustimmen und nicht gemeinsam mit den Grünen gemeinsame Sachen machen. Das ist sehr schade und das ist unglaubwürdig. Wir haben im aktuellen Regierungsprogramm viele Punkte drinnen, die Rahmenbedingungen der Integration festlegen. Die Ausweitung des Kopftuchverbots steht beispielsweise nicht drinnen. Wir haben aber viele Punkte drinnen, die die Integration in einer aus unserer Sicht mit Vernunft geprägten Arbeit festsetzt. Aber das Problem ist, dass das in Wien nicht umgesetzt wird. Und da sind wir uns, glaube ich, einig. Was die rot-grüne Stadtregierung betrifft, haben wir hier Defizite, die aber nicht erst 2 oder 3 Jahre alt sind. Das sind Defizite, die 25 und 30 Jahre alt sind, wenn wir uns die Integration in bestimmten Bezirken anschauen. Aber jetzt komme ich noch einmal, damit wir nicht ständig vielleicht neue Themen aufmachen und ich auch die Gelegenheit habe, Ihnen zu antworten auf dieses Thema differenziertes Denken am Beispiel der Kommunalpolitik, der Bezirkspolitik. Wenn Sie sich die Situation bei der U-Bahn-Station Josef-Stetter-Straße anschauen, dann sehen Sie ganz, ganz deutlich, dass das Zusammenballen von Drogenabhängigen, Alkoholabhängigen, teilweise Unterstandslosen, ausschließlich auf der Seite des 16. Bezirks stattfindet. Darum ist es auch klar, dass der 16. Bezirk hier eine andere Situation, eine andere Ausgangsposition hat, weil dort auch die Menschen das anders erleben, als im 8. Bezirk, wo aufgrund der baulichen Situation ein anderes Feld da ist. Und ich glaube, das ist gut und zulässig so. Und das ist eben wieder ein Unterschied zur FPÖ, dass wir differenziert denken und dass wir auch versuchen, Lösungen maßgeschneidert für die Bevölkerung zu erreichen. Also wenn Sie es als differenziertes Denken verkaufen wollen,
dass man bei einer U-Bahn-Station, die logischerweise zwei Seiteneingänge hat, sie sagen, wir wollen nur auf der einen Seite ein Alkoholverbot, weil das Problem ist, ist nur auf der Seite und nicht auf der anderen Seite. Na, was glauben Sie passiert, wenn Sie auf der einen Seite ein Alkoholverbot machen und auf der anderen Seite keins ist? Dann sie verlagert sehen, sich das Problem, das dann verlagert sich das Problem genau 10 Meter auf die andere Seite. Abgesehen davon, dass, wenn Sie sich die Kartografie ansehen, beide Seiten zum 8. Bezirk gehören, adressmäßig. Das heißt, hier wäre der 8. Bezirk voll inhaltlich zuständig. Hier ist leider es wieder so, dass Sie medial etwas ankündigen, die ÖVP im Bezirk es allerdings nicht umsetzt. Okay, wollte ich als Beispiel bringen. Sie haben noch einmal angesprochen das Thema Schulen und Bildung. Ja, Sie sprechen von Eckpfeilern, aber wo sind die? Sie haben im Regierungsprogramm keine Ausweitung des Kopftuchsverbots bis zu 18 Jahren in allen Wiener Pflichtschulen und in den Gymnasien. Sie haben kein Umdenken auch in der Frage, dass auch Lehrerinnen kein Kopftuch tragen sollten, weil das ja eine Vorbildfunktion ist. Wir haben in Wiener Schulen die Situation, dass oftmals Lehrerinnen ein Kopftuch tragen. Davon steht kein Wort im Regierungsprogramm und das werden Sie mit den Grünen auch nicht ändern können. Wir wollen das ändern. Und wenn Sie die Islamkindergärten ansprechen, auch da hat sich in vielen Bereichen nichts geändert. Wir haben am Montag eine Pressekonferenz gehabt, wo wir aufgedeckt haben, dass der SPÖ-Bezirksvorsteher im 10. Bezirk, Markus Franz, und sein, ich nenne es einmal, umtriebiger Abgeordneter, der Omar Al-Rawi aus der SPÖ, dort eine Salafisten-Moschee besuchen und da passiert nichts. Da gibt es medial zu wenig Aufschrei, aber auch das Innenministerium hätte seit Montag handeln können. Seit Montag ist nichts passiert, die Bilder liegen auf dem Tisch. Ich frage mich, worauf man wartet. Sehen Sie, also, ich kann Ihnen sagen, ich habe das Video auch gesehen, ja, wie viele andere Menschen auch. Ich teile nicht ganz Ihre Einschätzung vom Tiefgang dieses Videos, aber wie auch immer, in einem können wir uns, glaube ich, einig sein. Mhm. Wir haben ein Problem in dieser rot-grünen Stadtregierung in Wien. Da sind wir uns definitiv einig. Und in dieser rot-grünen Stadtregierung spielt sich in Wirklichkeit die Umsetzung der Integrationsfragen ab. Das heißt, es ist für den Bund wichtig, Rahmenbedingungen zu entwickeln. Absolut. Die haben wir in konsequenter Form gesetzt. Da nicht sind genügend. Wir auch noch am Weg. Das ist natürlich ein gutes Recht, immer mehr zu fordern. Ja. Wir versuchen, eine ausgewogene, eine differenzierte Politik zu fahren. Und wir glauben und sind überzeugt davon, der Schlüssel zur Lösung der Integrationsprobleme liegt in einer neuen Stadtregierung in Wien. Abschließend noch würde ich gern zum Thema Verkehr kommen. Da hat die ÖVP in der City, also im 1. Bezirk, gemeinsam mit den Grünen das Projekt Autofreie City. Wie ist denn da jetzt die ÖVP-Position? Wollen Sie das ausdehnen? Wollen Sie das auch in anderen Bezirken innerhalb des Gürtels? Also ich glaube, zuerst einmal muss man die Situation im 1. Bezirk bearbeiten und lösen. Hier ist ja noch keine Lösung am Tisch. Hier gibt es eine gemeinsame Absichtserklärung, eine Situation zu schaffen, wo man weniger Fahrzeuge im 1. Bezirk hat. Wir wissen auch, dass der Individualverkehr, ich sage mal just for fun, im 1. Bezirk jetzt nicht die Zukunft sein wird. Aber wir wissen ganz genau, dass wir dort Wirtschaftsbetriebe haben, dass wir im 1. Bezirk Anrainer haben, dass wir Garagen haben, wo zugefahren werden muss. Das heißt also, die Aussage und Ansage der Frau Birgit Hebein, die ja durch verschiedene verhaltensauffällige Ansagen auffällt. Die Frau Birgit Hebein, die gesagt hat, sie möchte eine autofreie City. Diese Ansage ist schlichtweg falsch und die wird auch also das ist nicht die ÖVP-Position. Die ÖVP-Position ist nicht eine autofreie City, sondern ein vernünftiges Miteinander aller Verkehrsteilnehmer, Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger. Und das gilt auch für die innere Stadt und die Stadt. Und Wien und die Verkehrspolitik in Wien hat hier einen hohen Aufholbedarf, was vernünftige Verkehrspolitik betrifft. Also ich stimme Ihnen natürlich zu, wir brauchen eine andere Stadtregierung und der Schlüssel zum Erfolg würde darin liegen, da sind wir einer Meinung. Aber es ist schon überraschend und da sind wir wieder auch ein bisschen dort, wo wir vorher waren, wenn Sie sagen, das ist nicht ÖVP-Linie, was die Frau Hebein sagt. Weil die Frau Hebein hat das ja nicht alleine gesagt, die hat eine Pressekonferenz gemacht mit ihrem ÖVP-Bezirksvorsteher Markus Fiegel im 1. Bezirk und da haben sie das gemeinsam kundgetan. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, die ÖVP im Land schaut ein bisschen, wie dreht sich der Wind? Der ÖVP-Bezirksvorsteher macht wieder was anderes und am Ende schaut man, was populärer ist. Und das halte ich für nicht konsequent. Ich glaube, man sollte ein ehrliches Angebot machen und sagen, wofür man steht. Und ich stehe dafür, dass es keine autofreie City gibt. Und wir haben mit der Ursula Stenzel ja auch im 1. Bezirk eine Kandidatin, die viel Erfahrung hat und die deswegen auch, glaube ich, einen Überraschungserfolg im 1. Bezirk erzielen wird. Weil es kann nicht sein, dass man ständig seitens der rot-grünen Rathauskoalition Autofahrer gegen Fahrradfahrer, gegen öffentlichen Verkehr
ausspielt, sinnlose Parkplatzschikanen macht, Pop-up-Radwege baut, den Gürtel für Poolkloaken sperrt, da werden wir uns wahrscheinlich einer Meinung sein. Aber das Problem ist, dass Ihre Bezirksvorsteher, im 8. Bezirk die Frau Mickel, im 1. Bezirk der Herr Fiegel, ganz gerne in dem rot-grünen Orchester mitspielen. Und jemand, der das nicht möchte, der braucht halt die FPÖ. Das tut mir leid. Und den Wandel, den wird es mit Ihnen nicht geben, weil sonst wären Sie auch nicht auf Bundesebene mit den Grünen in einer Koalition. Abschließend, Sie brauchen hier keinen Zank und Hader konstruieren. Den gibt es nicht. Wir diskutieren darüber, aber es gibt Unterschiede und die wird man sagen können. Innerhalb der Volkspartei. Auch nicht innerhalb der Volkspartei. Die gibt es leider offensichtlich schon. Die Wiener Volkspartei, die neue Wiener Volkspartei und der Bezirksvorsteher Fiegel sind einer Meinung, dass wir im ersten Bezirk eine vernünftige Verkehrspolitik brauchen mit einem Miteinander aller Verkehrsteilnehmer. Und die Überschrift Autofreie City, diese Überschrift, die kommt nur von der Frau Hebein. Der Herr Fiegel ist vielleicht mit der Frau Hebein einer Meinung, aber mit der Rathaus-ÖVP schon wieder nicht. Meine Herren. Und da spragelt sich's dann leider. Vielen Dank. Das sind nur Sie so. Nein, leider nicht. Spannende Diskussion. Danke an beide Herren. Wir sind schon am Ende angelangt, machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich zurück und dann geht's gleich weiter hier auf OE24 TV.